Hallo Kids, herzlich willkommen im Kinder- und Jugendzentrum Treffen-Bebelhof. Heute mit Peters Fahrradwerkstatt. Wir wollen euch heute zeigen, was ihr täglich am Fahrrad schauen müsst, ob auch alles in Ordnung ist. Und dafür habe ich mir eine kleine Liste gemacht, die ich euch jetzt mal vorstelle. Wir schauen heute nach den Bremsen, nach dem Licht, nach Reifen und Luftdruck, nach der Kette, nach den Reflektoren, ob die alle fest und da sind, und nach der Klingel. Ja, jetzt kommen wir zu den Reifen. Ist noch genügend Luft auf den Reifen? Wenn ich so einen Daumen gegendrücke, da ist doch bestimmt genug Luft drauf. Jetzt haben wir hier eine Luftpumpe mit einer Skala, die den Druck anzeigt. Aber wie viel Luft sollen wir jetzt drauf machen auf den Reifen? Dafür steht auf jedem Reifen der Luftdruck. Hier an der Seite des Reifens eingeprägt. Und wenn ich da lese, steht bei mir 3,5 bis 6 bar Druck. Ich auf meinem Fahrrad fahre vorne 3,5 bar und auf dem Hinterrad 4,5 bar. Das ist auf jeden Fall ausreichend. Und wenn ihr am Reifen kontrollieren seid, guckt auch mal nach vorne drauf, ob ihr noch genügend Profil habt. Und wenn ihr Zeit habt, guckt mal in Ruhe herum, ob vielleicht irgendwelche Nägel, Glassplitter in der Lauffläche stecken. Wenn die Glassplitter und Nägel noch nicht durchgekommen sind, habt ihr noch kein Loch im Schlauch. Dann könnt ihr die einfach rausziehen und weiterfahren. Das gleiche macht ihr mit dem Hinterrad. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr die Luft auffüllt. Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Ventile am Fahrrad. Das französische Ventil, unser klassisches Fahrradventil und das Autoventil. Die Pumpe, die wir hier haben, hat zwei Anschlüsse. Das eine kann man für die französischen Ventile und für die Fahrradventile benutzen, das andere für die Autoventile. Dann drehe ich nur einfach die Ventilkappe ab, setze das Teil fest drauf und drehe den Knebel nach oben. Jetzt kann ich hier schauen und er zeigt mir 2,5 bar. Jetzt habe ich die ein bisschen mehr als 3,5 bar gepumpt, weil beim Aufmachen wieder ein bisschen was rausgeht. Und nicht vergessen, die Ventilkappe wieder heraufschrauben. Genauso könnt ihr es mit dem Hinterrad auch machen. Wie gesagt, auf dem Hinterrad kann ein bisschen mehr Druck. Der Reifen verträgt bis 6 bar. Und dann seid ihr wieder auf der sicheren Seite. So, das war's jetzt erstmal für heute. Aber wenn ihr Fragen habt oder Probleme habt mit dem Fahrrad, wenn wir hoffentlich bald wieder nach Corona-Zeiten offen haben, kommt vorbei bei uns ins Jugendzentrum und wir helfen euch weiter. Bis denn. Tschüss.